Steuern und Recht wird präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling. Willkommen zurück. In wenigen Wochen darf nun auch in Deutschland kassiert werden. Das trifft zwar nicht auf alles und jedes zu, aber auf Bußgelder, die im EU-Ausland verhängt werden. Nach Zustimmung des Bundesrates tritt diese Regelung voraussichtlich Ende November in Kraft. Wer also dann zum Beispiel in Nachbarländern zu schnell fährt, kann sich vor der Strafe hier nicht mehr drücken. Ach, was war das Leben als Verkehrssünder früher schön. Man fuhr zu schnell oder parkte falsch, musste aber nicht zahlen, wenn die Polizei einen nicht direkt abkassierte. Denn auf Bußgeldbescheide aus dem Ausland musste man nicht reagieren. Sie waren hier nicht vollstreckbar. Schluss damit. Die Automobilclubs warnen Autofahrer ausdrücklich. Die ausländischen Verkehrsbehörden wollen jetzt auch hier Bußgelder eintreiben. Es wird einige Länder geben, die versuchen werden, ausländische Geldsanktionen hier in Deutschland beizutreiben. Gerade in den Ländern, in denen Verkehrssicherheit sehr groß geschrieben wird und damit versucht wird, die deutschen Autofahrer zu disziplinieren. Wer in Frankreich oder den Niederlanden zu schnell unterwegs ist, muss tief in die Tasche greifen. Wer hier geblitzt wird, darf sich auf einen Bußgeldbescheid in Höhe von mehreren hundert Euro und mehr freuen und muss zahlen. Leider ja. Es gibt schon eine Einschränkung, denn eine Vollstreckung ist nur bei Delikten möglich, die auch bei uns entsprechend strafbewehrt sein könnte. Ein Beispiel, wenn in Frankreich demnächst das Burka-Tragen eine Ordnungswidrigkeit wäre, das könnte in Deutschland nicht verfolgt werden, weil wir kein entsprechendes Verbot kennen. Aber für alles, was gerade im Straßenverkehr, das ist ja ähnlich ist, sind die Sanktionen zu übernehmen und auch die höheren Beträge müssen gezahlt werden. Bußgelder jeglicher Art dürfen eingetrieben werden. Die Grenze liegt bei 70 Euro. Die ist jedoch schneller überschritten, als viele denken. Es kommen Tatbestände in Betracht wie Verkehrsverstöße. Da kann der Verstoß selber nicht sehr viel Geld bedeuten, aber die Verfahrenskosten sind hoch, sodass der Mindestumsatz von 70 Euro sehr schnell erreicht wird. Und dann eben Fahrverbotsverstöße, wie in Italien die Zona Limitate von vielen alten italienischen Städten. Das sind Fahrverbote und wenn man dort hineinfährt, hat man direkt ein Bußgeld von 100 Euro in der Tasche. Sollten Sie einen Bußgeldbescheid aus dem Ausland bekommen, müssen Sie noch nicht zahlen. Erst wenn Sie Post vom Bundesamt der Justiz in Bonn bekommen, wird es eng. Die Behörde treibt die ausländischen Bußgelder stellvertretend ein. Hiergegen kann man Widerspruch einlegen, zum Beispiel, weil man nicht selber gefahren ist. Die Bundesregierung hat immer darauf geachtet, dass genau dies nicht passiert. Bei uns gilt das Verschuldensprinzip. Es muss einer Person ein Verschulden nachgewiesen werden. Und allein die Tatsache, dass ich Halter bin und völlig offen ist, wer denn letztendlich mit dem Fahrzeug gefahren ist, kann nicht dazu führen, dass dies in Deutschland vollstreckt wird. Das Verfahren ist gerade dazu ausgerichtet worden, dass man einwenden kann, dass man eben nicht als Verschuldeten überführt worden ist. Und dann wird das in Deutschland nicht vollstreckt. Aber Vorsicht! Das heißt nur, dass Sie in Deutschland als Halter nicht zahlen müssen. Sobald Sie wieder ins Ausland reisen, kann doch das Bußgeld dennoch vollstreckt werden. Ein im Ausland stattfindendes Vollstreckungsverfahren, was hier nach Deutschland gebracht wird über das Bundesamt für Justiz, schützt nicht davor, dass ich möglicherweise als Tourist in dem Land wieder eine Vollstreckung erfahre. Doch zahlen müssen ja nicht nur wir Deutschen. Auch Ausländer können zur Kasse gebeten werden. Allein in der Stadt Köln erhalten ausländische Fahrer pro Jahr 30.000 Knöllchen und Bußgelder. Eintreiben kann sich da lohnen. Steuern und Recht wurde präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling.